Ja, hallo zusammen. Ich habe bei dem Video Nummer 18 von meiner Tipps und Tricks-Reihe für Anfänger der Acrylmalerei gezeigt, wie man mit einer Klopapierrolle, die man so einschneidet, sodass es so einen Stern ergibt, wunderschön Löwenzahnblüten machen kann. Nun hat tatsächlich eine der Zuschauerinnen, Abonnentinnen, daraus ein Bild gemalt. Und das Bild ist viel, viel schöner als das, was ich da in diesem Kurzvideo gezeigt habe. Und ich habe sie halt gefragt, ob ich das nachmachen darf. Und sie hat gesagt, ja, klar, kannst du das. Und das ist das Bild, das ich euch am Anfang eingeblendet habe. Ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Ich bin jetzt, ich habe nämlich nur noch diese eine Malpappe, deswegen konnte ich es vorher nicht ausprobieren. Ich habe diese Malpappe komplett schwarz grundiert und kann mal Gesso nehmen oder einfach eine schwarze Farbe. Ja, dieses Mal nehme ich andere Farben als sonst. Da sind mir noch welche übrig geblieben, wie ihr seht, von dem Bild, das ich gerade eben gemalt habe. Chromoxidgrün, Cadmiumgelb, Titanweiß und dann nehme ich noch Orange. Kann man sich natürlich auch mit Rot und Gelb mischen, könnte ich hier machen, bin ich aber heute einfach mal faul. So, und ich glaube, ich nehme noch ein ganz klein wenig Schwarz. Das habe ich nämlich hier auch auf der Palette, weil mit Schwarz und Gelb kann man halt schöne Blätter malen. Schöne grüne Blätter. Man kann auch mit anderen Farben Blätter malen. Ich bin so ein bisschen hektisch heute, weil ich unbedingt ein Video für euch machen möchte und verdammt einfach unheimlich wenig Zeit habe. So, Pinsel haben wir keine, doch einen brauchen wir. Den habe ich hier schon sozusagen in Arbeit. Keine Ahnung, es ist ein Flachpinsel, ein größerer Flachpinsel. Ihr könnt jeden beliebigen Flachpinsel nehmen. Den brauche ich jetzt im Prinzip nur, um die Blätter zu malen und die Blätter, genau, weil die Blüten selber und vielleicht Stängel, weiß ich noch nicht. Gut, ich habe jetzt gar keine so Idee, wie ich das mache. Ich fange jetzt mal mit dem Hintergrund an. Nehmen wir dazu ein bisschen Grün, ein bisschen Gelb, mischen wir das. Das ist mal zu hell, gebe ich ein bisschen Schwarz dazu. Schwarz und Gelb gibt Oliv. Und es führt dazu, wie ihr seht, dass dieser Farbton hier sofort abgedämpft wird, nicht mehr so intensiv wird. Tolle Farbe, gefällt mir. Und jetzt lege ich einfach mal los. Ich denke mal, dass hier eine Blüte ist, hier und hier, so wie in der Vorlage von der Abonnentin. Und so Blätter könnt ihr halt relativ einfach hinkriegen. Dazu muss der Pinsel ein bisschen feucht sein, dann lässt er sich leichter formen, indem er einfach den Stängel von dem Blatt andeutet, den Pinsel dreht, sehr kräftig drückt und dann einfach wieder auslaufen lässt. Ups. So, und dann kriegt man halt so relativ simpel und einfach diese Blattform. Das könnte das klappt übrigens besser mit einem Rundpinsel. Mal gucken, ob ich einen da habe. Ja. Dafür ist der Flachpinsel eigentlich nicht wirklich geeignet, aber mit dem Rundpinsel geht es noch besser. Jetzt können wir mal ein paar kleinere Blätter machen. Mischen wir uns schon noch mal hier an. Da kann man wohl nur die Blätter machen. Also drücken, drehen, weg. Und schon habt ihr so eine Blattform. Ne? Ach genau, ich habe ja dazu mal, das ist im Prinzip auch wie im Toskana-Bild, ich diese Zypressen gemalt habe. Das Toskana-Bild ist das eins der allerersten Bilder der 10-Minuten-Malerei. So. Jetzt geht hier mein Blatt nach unten. Können die Blätter auch übereinander liegen? Wenn er nass in nass arbeitet, wie zum Beispiel an der Stelle, dann könnt ihr die Blätter so übereinander legen. Wenn ich jetzt eine andere Farbe dabei nehme, zum Beispiel, dass ich mal leicht aufhelle, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel noch ein Blatt hier noch davor laufen lassen. Also einfach, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht.
Das ist genau wie Fahrradfahren. Nicht Fahrradfahren, erstmal lernst du zwar nicht, aber um gut Fahrradfahren zu können, muss man es halt üben. Und das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, wie man hier schön sehen kann. So, jetzt klappt es wieder. Gut, das wäre jetzt mal so der Hintergrund, den lassen wir jetzt mal eben trocknen. Also bei dem Bild von der Abonnentin, von der Sigrun, so heißt die, die hat viel mehr Blätter gemacht und die muss ich sagen, sie hat es auch schöner gemacht. Die hat sie, glaube ich, zum Teil, die hat sie auch so angedeutet, nur so, also so wie so, wie so Aquarellmalerei, ne? Genau, einen Stängel malen könnt ihr halt, indem er den Pinsel halt anfeuchtet, mit Druck zwischen so einem Blatt durchführt und dann müsste der eigentlich relativ spitz sein, also so wie so eine Kante von einem Messer und dann könnt ihr eben auch so, wenn er den Pinsel jetzt so aufsetzt, so Linien malen. Halt wichtig, dass er die Linien zum Teil könnt, dass er über die Blätter laufen lassen, wie hier zum Beispiel. Zum Teil lasst er sie dahinter laufen und dadurch kriegt er halt mehr so die Illusion von Tiefe, ne? So, das soll jetzt ein semi-abstraktes Bild sein, nur so ein bisschen so ein Eindruck, ne? Muss jetzt kein perfektes Bild sein. Es geht ja nur, dass er die Technik halt sieht. Okay, so das lassen wir jetzt trocknen und dann stürzen wir uns auf die Blüten, die wir dann eben drüber legen werden und dann sieht das Ganze noch ein bisschen interessanter aus. Bis gleich. Jo, ich denke, das ist trocken, dann können wir loslegen und schauen wir mal, was das gibt. Ich muss ehrlich sagen, an die Qualität von der Sigrun komme ich hier echt nicht dran. Die hat das wirklich so toll gemalt. Ich habe sie zwar gefragt, wie sie es gemacht hat, und sie hat mir das auch geschrieben, aber irgendwie, ja, ihr wisst ja, Blüten ist nicht so ganz meins. Ist die Farbe schon ein bisschen eingetrocknet, habe ich zu lange gewartet. Und die Farbe ist alt. Ich muss jetzt nämlich, deswegen verwende ich jetzt auch in letzter Zeit häufiger mal reine Farben, also man mischt die nicht mehr an, weil meine ganzen teuren Tuben anfangen einzutrocknen. Das habe ich ein bisschen doof gemacht hier, würde ich jetzt mal sagen. Hätte ich die Blätter vielleicht doch besser erst danach machen sollen, aber egal. So, und jetzt mischen wir dazu Gelb und machen es dadurch heller und gehen da halt immer wieder drüber. Da seht ihr schon, dass das, ja, also das ist jetzt, da bin ich jetzt sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schön wird. Nehmen wir ruhig noch mehr Gelb. Wow, also das sieht richtig klasse aus. Da muss ich der Sigrun wirklich ein dickes, dickes Dankeschön schicken. Da hast du wirklich einen super Tipp gegeben. Also das macht richtig Spaß. Ja, und ihr seht auch, das ist jetzt echte 10-Minuten-Malerei. Also man kriegt es wirklich sehr, sehr einfach hin. Für die Mitte hat sie dann halt clevererweise
diesen Q-Tips, mit den Trick mit den Q-Tips umgesetzt. Ich habe jetzt gerade noch welche vom letzten Video übrig. Und zwar hat sie da, ist jetzt eigentlich mit Grün gemacht. Ich mache das jetzt aber mit dem Schwarz. Gib da Gelb dazu und dadurch kriege ich so einen Olivton. Sehr dunklen Olivton. Und das tupfe ich mir jetzt halt hier in die Mitte so rein, ne? Damit decke ich übrigens jetzt auch die Blätter ab, die dann noch durchschimmern sollten. Damit gehen die jetzt halt nach hinten. So, und jetzt kann ich halt hingehen und kann, es ist schon ziemlich verklebt. Den nehme ich mal ein neues. Kann auch die andere Seite nehmen. Da ist noch so nass. Halt ein helleres Grün machen, indem ich halt einfach zu der Farbe halt ein bisschen mehr Gelb gebe. Und ja, das jetzt hier so drüber tupfen. Am besten mache ich das gleich mit dem reinen Gelb, weil ja, es war ein bisschen zu heftig. Sondern nehme ich halt noch Weiß, mache das Ganze noch heller und kann jetzt hier noch so ein paar Highlights reinsetzen. Dann nehme ich so die Kante und hätte ich auch Lust dazu, hier nur mit Weiß zu arbeiten. Also das halt nur mal deutlich aufzuhellen, die ganze Angelegenheit. Ich habe eh so viel Weiß über. Gibt nochmal einen richtig guten Punch. Und damit ist auch dieses Bild fertig. Man glaubt es kaum. Auch dieses in absolut kurzer Zeit. Natürlich ist das von der Sigrun noch detaillierter und schöner und okay, ne? Das könnt ihr euch ja nochmal angucken, da am Anfang das Bild. Ich werde jetzt noch ein bisschen an den Blättern hier rumwursteln, weil ich mit denen noch nicht so ganz zufrieden bin. Habe ich plötzlich einen anderen Pinsel, so wie, den kann man auch sehr gut hernehmen, um so Blätter zu malen. Ne? So. Ich hole mir da von der Palette, die ihr jetzt nicht seht, noch ein bisschen Gelb, um hier noch ein bisschen mehr Farbe reinzukriegen. So, würde sagen, das reicht. Ja, und dann kann man halt wieder hingehen. Und einen Linierpinsel nehmen, rein in die orange Farbe und eure Signatur drunter setzen. Und dann sieht es aus wie ein Kunstwerk, an dem man viele Stunden gesessen hat. Okay, was ich noch vergessen habe zu sagen, die Sigrun hat das Bild dann, als es fertig war, als es getrocknet ist, mit Klarwachs überzogen. Das nennt man Encaustic. Da müsstet ihr euch mal vielleicht bei Google informieren. Dann kriegt das Bild farblich noch mehr Tiefe und es glänzt ein bisschen. Den gleichen Effekt könnt ihr haben, wenn ihr das mit einem Acryl-Finish, mit einem speziellen Acryl-Finish behandelt. Dann habt ihr den Effekt auch. Vielleicht probiert ihr das auch noch mal aus. Viel Spaß beim Nachmalen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.